Wir sind jetzt 2 Tage hier in diesem Haus und man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass hier alles wieder so ein bisschen anders ist, anderer Rhythmus. Und es ist alles natürlich viel schöner als in Deutschland. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein kleines Kind, das komplett erstmal vollgedröhnt wird mit Eindrücken und fragt sich dann abends, warum man eigentlich so kaputt ist im Kopf. Also im Sinne von überladen von Eindrücken und visuellen Eindrücken vor allem. Es ist einfach unfassbar schön hier. Ja, und man muss natürlich erstmal ein bisschen ankommen. Das dauert immer so ein bisschen. Ich brauche da immer 2, 3 Tage, bis ich so wirklich meinen Rhythmus gefunden habe. Und gestern war ich komplett tot. Ich bin auf dem Sofa eingepennt. Und ja, es war ein wunderschöner Tag. Wir waren in Stellenbosch und sind ein bisschen durch die Gegend gefahren, an den Townships vorbei. Aber ich mag immer die Zeit, wo es morgens so ein bisschen ruhig ist, so, wenn die Leute so aufwachen, die Tiere aufwachen und alles so anfängt. Das ist ein ganz schönes Haus hier. Man hat irgendwie so ein bisschen seine Ruhe, man ist so ein bisschen abgeschirmt. Schönes Grundstück, Swimmingpool, hier so ein kleiner Garten. Irgendwie ganz schön. Hier hat ein Affe hingekackt. Ja, jetzt mal gucken, es gibt erstmal einen Kaffee. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say it's time, you're so mine, but without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water. So, unser Urlaub ist vorbei. Jetzt heißt es Gitarre spielen. Und zwar richtig viel, 50 Songs. Es ist immer schön hier anzukommen und wir hatten jetzt auch 4 Tage Urlaub und das war jetzt wirklich sehr entspannt. Wir haben das Klima wieder ein bisschen kennengelernt, aus dem kalten Winter zurück ins schöne Südafrika. Es ist jetzt gerade auch relativ bewölkt und gar nicht so schön eigentlich, aber es ist auch nicht kalt, von daher alles cool. Die Fernsehshow kann wahrscheinlich stattfinden, denn es ist ja immer so unter freiem Himmel und wenn es da regnet, dann kann man da natürlich auch nicht drehen und deshalb ist es schon gut, wenn die Sonne dann irgendwann rauskommt und wenn das Licht auch ein bisschen schöner wird. Denn man will ja auch Kamerabilder einfangen. Ich höre gerade den nächsten Schritt. Hier stehen unsere Gitarren. Wir kommen hier immer hin, wenn es nachts feucht wird und abgebaut wird. Dann steht hier alles rum. Und ja, die haben hier auch eine schöne Aussicht. Also die Minuten morgens, wo man sich noch so ein bisschen einspielen kann hier, oder beziehungsweise die Noten nochmal durchgehen kann. Aber hier wird schon wieder die Bühne gebaut und es ist super laut. Irgendwelche Sägen. Aber das ist normal. Heute wird's stürmig. Krass, der Wind. Das ist echt krass stürmig heute. Krasser Wind.